Willkommen bei Finanztalk TV. In diesem Video berichtet Robert Kiyosaki, der Autor weltweit bekannter Bücher wie der Cashflow Quadrant oder Rich Dad Poor Dad, darüber, wer die eigentlichen Gewinner der momentanen Inflation sind. Wenn dich das Thema interessiert, bleib unbedingt bis zum Schluss dran und abonniere meinen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Vor einiger Zeit habe ich darüber berichtet, wie die Löhne der Mittelschicht schon seit langer Zeit bei steigender Inflation weitgehend stagnieren. Einige wenige Leute haben immerhin sehr kleine Gehaltserhöhungen erlebt. Das war aber nicht genug, um die Inflation abzufangen. Seit 1979 sind die Löhne der Mittelschicht nur um ca. 6% gestiegen und die Löhne der Unterschicht sind im selben Zeitraum um 5% gesunken. Die einzigen, denen es nach wie vor gut geht, sind die Besserverdiener, die Superreichen. Sie erlebten im selben Zeitraum einen Anstieg ihres Gehalts von 41%. Mit der nun rasant ansteigenden Inflation bedeutet das nichts Gutes für den Durchschnittsverdiener. Bevor wir uns mit dem Verhältnis zwischen Inflation und Lohnwachstum befassen, möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um Inflation erst einmal zu definieren. Die einfache Definition von Inflation ist, dass Preise steigen. Anders ausgedrückt, die Kaufkraft einer Währung sinkt. Das bedeutet, dass Sie mit einem Euro heute nur noch etwa 70% von dem kaufen können, was Sie 1990 dafür kaufen konnten. Jede Volkswirtschaft erlebt heutzutage Phasen der Inflation und manchmal auch der Deflation. Problematisch wird dies erst dann, wenn die Einkommen der Bevölkerung nicht mit diesen inflationären Schwankungen Schritt halten. In diesem Fall werden die Menschen real ärmer, auch wenn sie wirklich glauben, durch eine Gehaltserhöhung mehr Geld zu verdienen. Was verursacht Inflation? Es gibt verschiedene Wege, wie Inflation in einer Volkswirtschaft entstehen kann. Eine steigende Nachfrage nach bestimmten Gütern kann dazu führen, dass das Angebot im Vergleich zur Nachfrage sinkt und damit die Preise steigen lässt. Das kann man sehr oft an einem angespannten Wohnungsmarkt sehen. Großstädte wie New York, Paris, London, Berlin zeigen hohes Kaufinteresse bei limitierten verfügbaren Immobilien. Steigende Kosten für Dinge wie Arbeit und Materialien können ebenfalls zu einem Preisanstieg für ein Produkt oder eine Dienstleistung führen. So sind beispielsweise vor einiger Zeit die Weltmarktpreise für Holz gestiegen. Diese gestiegenen Kosten schlagen nun durch bis in die Baumärkte. Das Verhältnis zwischen steigenden Kosten und Lohnerwartungen der Arbeitnehmer trägt ebenfalls zur Inflation bei. Man nennt dies eine Lohnpreisspirale. Einfach ausgedrückt bedeutet es, dass die Arbeitnehmer bei steigenden Preisen erwarten, auch entsprechend mehr Geld zu bekommen. Sie drücken ihre Forderungen über Gewerkschaften durch. Das wiederum veranlasst die Händler, Dienstleister und Immobilienbesitzer, ihre Preise zu erhöhen. Eine vierte Möglichkeit, Inflation auszulösen, besteht darin, dass die Regierung die Geldmenge manipuliert. Besonders heftig wurde von diesem Tool in der Zeit der Finanzkrise 2008 und während der Corona-Krise Gebrauch gemacht. Im Prinzip hatte jede Regierung auf der Welt durch sogenanntes Quantitative Easing die Inflation vorangetrieben. Quantitative Easing steht für Gelddrucken ohne wirtschaftliche Rechtfertigung. Zum Beispiel ohne einen entsprechenden Anstieg des Bruttoinlandsproduktes oder ohne entsprechendes Bevölkerungswachstum. Zur Erinnerung, QE bedeutet, dass die Zentralbank eines Landes ihre Bilanz verbessert durch den Kauf von Staatsanleihen. Dadurch wird der Zinssatz niedrig gehalten. Das ist so, als ob Sie oder ich einfach mal so Geld drucken würden, um unsere Kreditkartenrechnungen zu bezahlen. Welche Arten der Inflation gibt es? Es gibt viele Arten von Inflation, aber die drei wichtigsten sind die schleichende, die schreitende und die galoppierende oder Hyperinflation. Die schleichende Inflation ist eine weit verbreitete, aber als normal angesehene milde Inflation, die von den meisten Volkswirtschaften gewünscht und erwartet wird. Die US-Notenbank legt beispielsweise ihre aktuelle Geldpolitik mit dem Ziel aus, eine Inflationsrate von 2% zu erreichen. Dies wird uns Bürgern als gesund für eine Volkswirtschaft verkauft. Theoretisch könnten die Löhne der Arbeitnehmer an diese Inflationsrate angepasst werden.
Eine schreitende Inflation bedeutet eine Beschleunigung der Inflation in den Bereich von 3-4%. Das ist momentan der Fall. Die Lohnanpassungen halten mit dieser Entwicklung nicht mehr Schritt. Wir Menschen beginnen uns ärmer zu fühlen. Hyperinflation ist schließlich die extremste Form von Inflation. 20%, 100%, 200%, da gibt es dann nach oben keine Grenzen mehr. In der Weimarer Republik war die Hyperinflation so extrem, dass ein Leibbrot in Berlin Ende 1922 etwa 160 Reichsmark kostete. Ende 1923 kostete es dann 200 Milliarden Mark. Warum sind nun die meisten Menschen nicht über Inflation besorgt? Sollten es aber sein. Was jetzt kommt, ist einfachste Ökonomie. Man kann nicht einfach so Geld in eine Wirtschaft pumpen, ohne dass dieses Geld in Waren umgesetzt wird. Mehr Geld bedeutet logischerweise mehr Nachfrage. Das bedeutet höhere Preise bei gleichbleibendem Angebot. Nun wird uns das aber nicht in dieser Art von unserer Regierung erklärt. Und sogenannte offizielle Messungen der Inflationsrate mittels Verbraucherindex suggerieren uns eine geringere Inflation als die tatsächliche. Nach offiziellen Messungen beträgt die aktuelle Inflation nur ca. 2%. Wie kann das sein? Eine erste Erklärung dafür ist, die Inflation findet zwar real statt, wird aber von den Regierungen bewusst falsch gemessen. Ein altes Sprichwort besagt, es gibt drei Arten von Lügen. Lügen, verdammte Lügen und Statistiken. Mit geschönten Statistiken versuchen uns unsere Regierungen x-beliebige Geschichten zu erzählen, indem sie die Zahlen so lange manipulieren, bis sie passen. Schon seit vielen Jahren wird Inflation durch einen Warenkorb gemessen. Bei diesem Warenkorb handelt es sich um eine Reihe von Ausgaben, die einen akzeptablen Lebensstandard möglich machen. In den USA finden Sie diesen Verbraucherindex auf shadowstats.com. Die momentan genutzte Zusammensetzung der enthaltenen Waren und Dienstleistungen stammt im Wesentlichen aus dem Jahr 1990. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland basiert momentan auf dem Jahr 2015, in dem der aktuell zur Berechnung genutzte Warenkorb erstellt wurde. Aber eigentlich ist der Warenkorb ziemlich flexibel. Und das ist nicht gut. Egal wie Sie es drehen und wenden, all diese Warenkörbe sind nicht akkurat. Das allgemeine Argument der Macher ist stets, dass sich ändernde Kosten bei Produkten dazu führen würden, dass die Verbraucher weniger teure Güter und mehr billige Güter kaufen. Dies würde nun innerhalb eines dynamischen Warenkorbs zu einer Maximierung des Nutzens des vom Verbraucher gehaltenen Geldes führen. Der Verbraucher erreicht dasselbe Niveau an Lebensqualität, wenn er sich statt eines Steaks einen Hamburger kauft. Diese sich verändernden Gewichtungen beim Einkauf nimmt ein dynamischer Warenkorb mit in seine Kalkulation auf und suggeriert so einen konstant gehaltenen Lebensstandard. Vereinfacht ausgedrückt gehen die Statistiker davon aus, dass man beim Kauf eines Steaks auf einen billigeren Hamburger umsteigen würde, wenn der Preis des Steaks zu sehr steigt. Auf diese Weise verstecken die Statistiken real stattfindende Inflation, indem sie Waren im Warenkorb ständig austauschen, anstatt zu jedem Zeitraum dieselben Waren preislich zu verfolgen. Mit einer tatsächlichen Inflation weit über 5% sind wir seit Pandemiebeginn auf dem Weg in eine Hyperinflation. Fast jeder, den ich kenne, spürt, dass die Preise in jüngster Zeit deutlich gestiegen sind, in einigen Fällen sogar massiv. Leider zeigen die Löhne keinen vergleichbaren Zuwachs. Die meisten Arbeitnehmer in der westlichen Welt wurden durch die aktuelle stattfindende Inflation ärmer gemacht. Die Washington Post berichtete, dass in den USA die Lebenshaltungskosten von Juli 2017 bis Juli 2021 jährlich um 3% stiegen. Der durchschnittliche reale Stundenlohn in den USA sank im selben Zeitraum um 2 Cent pro Jahr auf $10,76. Teuerungen bei Energie, Wohnen, Gesundheitsversorgung, Pflegeversicherung, Grundbedürfnissen. Die einzigen, die sich über Wasser halten können, sind die Hochverdiener. Unternehmen konzentrieren sich mehr und mehr auf hochqualifizierte Arbeitnehmer und entlohnen diese entsprechend fair.
Mark Carney, der Präsident der Bank of England, hatte jüngst gewarnt, dass die vierte industrielle Revolution zahllose Jobs kosten werde, insbesondere auch in der Finanzbranche. Der Bank of England-Chef sprach von einem Massaker der Dilberts. Das ist eine Referenz an den satirischen Kultcomic über den Alltag eines desillusionierten Büroarbeiters. Das ist leider nichts Neues. Diese Entwicklung kam mit Ansage. Der Durchschnittslohn eines Arbeiters ist im Verhältnis zur Inflation seit Jahrzehnten nicht mehr ausreichend gestiegen. Nach Bereinigung um die Inflation hat der heutige durchschnittliche Stundenlohn gerade einmal die gleiche Kaufkraft wie 1978. Tatsächlich erreichte der durchschnittliche Stundenlohn real vor mehr als 45 Jahren seinen Höchststand. Der im Januar 1973 in den USA verzeichnete Stundensatz von $4.03 hatte die gleiche Kaufkraft wie heute $23.68. Für viele ist Inflation stets eine schlechte Nachricht, weil sie nicht wissen, wie sie die Inflation nutzen können, um reicher zu werden. Inflation macht sie ärmer. Arbeitnehmer leiden unter der Inflation, weil sie nur ihre Zeit verkaufen können. Und Zeit ist in der Regel keine gute Absicherung gegen die Inflation. Gehaltserhöhungen werden, wenn überhaupt, in der Regel auf jährlicher Basis nach der Inflation gewährt, nicht vor oder mit ihr. Mein Vater hatte mir gezeigt, wie die Reichen während einer Inflation Geld verdienen. Durch Hebelwirkung und Absicherung. Und seither mache ich das auch. Ich spiele das Spiel der Bank. Ich leihe mir Geld von der Bank zu einem festen Zinssatz. Kaufe einen Cashflow-Vermögenswert, der die Schuldentilgung abdeckt. Und wenn ich weniger von meinem eigenen Geld brauche, erhöht sich meine Rendite. In einer inflationären Wirtschaft, in der die Schuldentilgung festgeschrieben ist, werden die realen Schulden geringer, da der Dollar an Kaufkraft verliert und meine Investitionen und mein Einkommen wachsen. Der Grund, warum meine Investitionen und mein Einkommen wachsen, ist, dass ich Vermögenswerte kaufe, die mich gegen die Inflation absichern. In inflationären Volkswirtschaften zum Beispiel steigen allgemein die Mieten. Wenn ich als Investment gehaltene Immobilien kaufe, bleibt die Schuldentilgung gleich, während meine Mieten aufgrund der Inflation steigen. Das schafft fast schon automatisch mehr Cashflow. Ich schulde der Bank nur die vereinbarte, festgeschriebene Rate. Die steigenden Kosten für die Miete fließen direkt in meine Tasche. Das Gleiche gilt für Unternehmen. Wenn die Warenkosten für die Verbraucher steigen, können die Unternehmen ihre Preise anpassen und von der Inflation profitieren. Das funktioniert, weil Geschäftsinhaber und Investoren keine Zeit verkaufen. Sie verkaufen Produkte, mit denen sie sich relativ zeitnah gegen die Inflation absichern können. Sie haben die Kontrolle. Die Arbeitnehmer haben nicht wirklich genügend Kontrolle über ihr Produkt, ihre Zeit. Und sie haben auch nicht das notwendige Geld. Banken und Investoren haben das. Eine weitere Maßnahme zur Absicherung gegen die Inflation ist das Investieren in Rohstoffe. Die werden nämlich immer gebraucht. In letzter Zeit waren es besonders die Edelmetalle und Edelsteine, die sich als gute Absicherung gegen Inflation erwiesen. Wenn Sie sich mit der Wirtschaft und dem Investieren etwas genauer befassen, dann landen Sie irgendwann auch dort, wo ich meine Investments arbeiten lasse. Wenn nicht, dann versuchen Sie zumindest schnell auf veränderte wirtschaftliche Bedingungen zu reagieren. Zeit ist Geld. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen?
Oder sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.